Der nächste Talk ist von Michael Schreiber. Während er noch seinen Laptop aufbaut, werde ich kurz ein paar Worte über ihn verlieren. Also wie gesagt, ich freue mich auf deinen Talk wahnsinnig, weil ich mich sehr wenig mit kryptopolitischer Medienökonomie auskenne. Er stellt es anhand vom Beispiel Ethereum vor und unterrichtet an der WU und beschäftigt sich sehr viel mit digitaler Kunst und mit Wirtschaft. Und für alle, die nicht wissen, was Ethereum ist, das ist sowas Ähnliches wie Bitcoin. Und der Michael wird, gibt es jemanden, der das besser erklären kann in der Zwischenzeit? Gerne, während der Michael noch aufbaut. Sehr, sehr gut. Also viel Spaß. Also meine Entschuldigung für den wilden Titel. Und es wird da wahrscheinlich auch das eine oder andere Wort drin vorkommen, was nicht allgemein verständlich und vertraut ist. Aber ich habe mich sehr bemüht, einen Überblick zu machen, der wenigstens manche von den Begriffen einordnbar macht. Und wenn jemand zwischendurch und nachher zu den Punkten Stellung nimmt, freue ich mich sehr. Also ich versuche so anzugehen, dass ich einen Unterschied mache zwischen diesen Kryptowährungen als Objekte, also wie ein Geldschein oder eine Münze, und solchen Medien, wenn sie Subjekte werden. Also man stelle sich vor, der Geldschein entwickelt ein Eigenleben und tanzt jetzt wie Rumpelstilzchen einen wunderbaren Tanz mit dem Mädchen mit den Sterntalern. So eine märchenhafte Situation. Stellen Sie sich vor, dass es neben dem, was ich Ihnen da algorithmisch und mit Graphen zeige, auch eine Ebene gibt, die eben wirklich die Krypto-Ebene ist im Sinne des innerlichen, seelischen, verborgenen, versteckten, das in jedem von uns steckt, von dem wir auch vorhin ein bisschen schon gesprochen haben. Also diesen Unterschied geht's. Und auch wenn Sie nichts anderes mitnehmen, nehmen Sie einfach die Vorstellung mit, dass das Geld sich sozusagen selbstständig machen könnte. Beziehungsweise, dass es sowas wie einen selbstständigen Geldschein gäbe, der die ganze Welt einwickelt. Das ist jetzt wirklich schon sehr metaphorisch, aber ich werde versuchen, das zu substanzieren. Und das schafft eine neue Umgebung auch für Politik, weil Politik dann eben auch ein neues Gegenüber bekommt. Es gibt nicht nur die Person und vielleicht ein Wesen auf der Metaebene und es gibt nicht nur die Organisation, sondern es gibt auch etwas, das könnte man eben den Singleton nennen. Und das ist nicht ein einzelner Ton, sondern nur der Gedanke, dass man statt von einem Netzwerken von Computer einen großen Computer hat, der quasi alles umfasst. So ähnlich wie Bruce Schneier diesen Roboter skizziert hat. Das hat durchaus ein Gegenstück. Es ist nur so, dass dieser Roboter vielleicht noch nicht ganz so koordiniert und vereinheitlicht ist. Während wir reden jetzt von einem System, das wirklich ein Ganzes werden kann oder auch ein bisschen schizophrener konkurrierende Ganze. Also das werde ich mit Ihnen besprechen und darin noch eine Nachhaltigkeitsperspektive zu finden, wäre das Ziel. Aber so weit kommen wir wahrscheinlich nicht. Also ich fange an mit den Personen. Also es fängt irgendwann an mit der Public-Key-Kryptographie und dann müsste man viele Namen nennen, die jetzt nicht vorkommen. Und einen anderen Zweig gibt es so von der mystischen Welt des Xanadu, der Vorläufer des World Wide Webs, aber mit Micropayments. Und irgendwo dazwischen gibt es einen Unbekannten, der 2009 einen Aufsatz geschrieben hat. Und ich beschreibe jetzt eigentlich nur alles, was passiert seit 2009, beziehungsweise versuche ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Und da gibt es eben Bitcoin, das ist ein Kind von Hashcoin im Grunde. Und Hashcoin ist nur eine Verteidigung gegen Denial of Service ursprünglich, könnte man sagen. Oder auch ein Weg, Briefe, Spam einzudämmen.
Aber es gibt dann die Weiterentwicklung zu einer sogenannten Blockchain. Und die werde ich mit Ihnen besprechen. Die ist die Grundlage von Bitcoin und auch die Grundlage von Ethereum. Sie könnten es Ethereum nennen, wenn Sie dann es auf Englisch sagen wollen, ist es auch wieder schwierig. Ich nehme meistens Ethereum, aber das ist eine Geschmackssache. So, also jetzt gehe ich, nachdem Sie ungefähr wissen, achso, ich habe jetzt noch zwei wichtige Leute nicht genannt. Also das ist ein Journalist, der sich das ausgedacht hat, der Vitalik. Und das ist der Gavin, der es umgesetzt hat. Das sind quasi, während man bei Satoshi Nakamoto nicht klar ist, wer es ist, aber hier sind die beiden zentralen Hauptfiguren, zumindest aus meiner Perspektive zentralen Hauptfiguren erkenntlich. Die Erfinder von diesem Ethereum, diesem seltsamen Ding, das ich vorhin so märchenhaft präsentiert habe. Aber erst müssen wir das Krypto-Objekt verstehen. Und dieses Krypto-Objekt, das ist, entsteht aus Signieren und Widersignieren einer Münze. Die Münze ist quasi das Produkt der wechselseitigen Überschreibungen und Notationen. Und es ist keineswegs so anonym, wie manche Leute glauben, sondern es entsteht ein sehr wohldokumentierter Pfad, ein narrierter Faden, der die Münzen zu einem Geflecht verknüpft, in dem schon einige Menschen gefangen wurden. Und die Methode ist so, dass sie immer einen Hashcode brauchen in der Public Key-Kryptographie, weil sie sonst einfach anstoßen mit der Länge des Schlüssels. Also sie brauchen einfach, um einfach mit Public Key-Encryption arbeiten zu können, müssen sie einen entsprechend langen Schlüssel verwenden. Das zwingt sie dazu, die Daten, die sie zu verschlüsseln, komprimieren. Und die Methode der Wahl ist die sogenannte Hash-Funktion. Und die ist nichts Illegales, sondern die dient dazu, aus einem beliebig großen Datenkonvolut eine einzige Zahl zu machen, mit dem Versprechen, dass wenn Sie ein einziges Bit in der Riesenzahlenmenge ändern, das trotzdem sofort verspürt wird. Also so ein Hashcode ist ultrasensibel für Veränderungen. Das macht ihn nützlich. Und wenn Sie jetzt solche Hashcodes ausrechnen können, sind halt Zahlen, die Sie bekommen, große oder kleine. Hängt vom Zufall ab. Aber es ist sehr selten, dass Sie eine kleine Zahl finden, viel wahrscheinlicher ist, dass Sie eine große Zahl finden. Weil die Zahl klein sein sollte, müssten vorher viele Nuller stehen am Anfang. Das ist sehr selten. Deswegen kann man einen Wettbewerb machen, wer hat die kleinste Hashzahl gefunden. Jeder darf weil das Problem ist, wenn Sie nur Münzen signieren, könnten Sie immer noch eine Münze zweimal ausgeben. Das wäre auch wieder Betrug. Um das zu verhindern, braucht man eine gemeinsame Interaktionsgeschichte. Und weil diese gemeinsame Interaktionsgeschichte global sein muss, könnte es passieren, dass die Nachrichten auf unterschiedlichen Wege laufen und deswegen die Ereignisgeschichten unterschiedlich sind. Fielen dazu die 12 Samurai. Also wenn Sie eine Geschichte haben, die man aus verschiedenen Personen beobachten kann, ist die Kausalität der beobachteten Geschichte unter Umständen nicht eindeutig. Also Sie brauchen einen Weg, um den Betrug zu verhindern, dass Sie diese nicht eindeutige Welt trotzdem in eine lineare Geschichte eindampfen, die noch dazu fälschungssicher ist. Darum sprechen wir von einer Kette. Und die Kette wird geschmiedet, indem sie nur aus Kettengliedern geschmiedet werden kann, deren Hashcode klein ist, und zwar beliebig klein. Und wenn man will, dass weniger gefunden werden, macht man den Wunsch oder den Zielwert, den Hash-Zielwert klein. Also hier habe ich den Hash-Zielwert ziemlich gering gewählt und da ist dann gerade einer untergeblieben und unter den 100 Versuchen übrig geblieben. Ich mache es größer. Vielleicht, jetzt sieht man, da war einer drunter. Unten so ein kleiner verlorener Punkt. Ja, also jedenfalls aus dieser Idee, dass man auf die Art und Weise erstens einmal ein kryptografisch gesichertes und zweitens fälschungssicheres Konsenssystem verteilt konstruieren kann. Nicht über einen zentralen Host, der alles sortiert und nachher sagt, wer zuerst war, sondern aus einem Wettbewerb
solche Hashcodes zu finden, hat auch einmal ein bisschen Zeit, sich zu vergewissern, was wirklich passiert ist, weil sie sind beschäftigt, die Hashcodes auszurechnen. Sie müssen so lange rechnen, bis sie ein kleines Ergebnis bekommen, dann bekommen sie eine Belohnung in der Währung. So kommt da das Geld in die Welt, nicht über das Drucken in der Nationalbank. So, das ist eine Riesengeschichte geworden. Also wir haben das im Jahr 2009 null und im Jahr 2016 immerhin ungefähr 10 Milliarden Dollar Volumen in der Cryptocurrency-Welt, Großteil eben Bitcoin, aber auch schon Ethereum. Ethereum hat erst im letzten Sommer angefangen, auf der Bühne zu erscheinen. Das ist ein sehr schnell wachsender Nachkomme oder Volk, Evolutionsmutant der Bitcoin-Welt. Und wenn Sie sich anschauen, bei Minern ist der Fortschritt beachtlich. Am Anfang meint die CPU, dann kommt die GPU und dann kommen die applikationsspezifischen integrierten Schaltkreise. Und das hier ist 1,4 mal 10 hoch 9 Gigahash. Also das ist das hier, ja. Beta-Exa-Bereich, ja, nur das ist verstehen. Ja? Und privatwirtschaftlich organisiert. Nur weil man damit Geld verdienen kann. Und das Problem ist jetzt, also angefangen, man meint mit der CPU, dann kommt die GPU, dann kommen die ASICs, dann kommen die Mining Pools, dann wird in der Cloud gemeint, Sie können einen Kontrakt kaufen, Ihr ganzes Leben lang wird für Sie gemeint werden. Sie haben einen Goldscheißer gekauft. Leider ist es dann so, dass nach ungefähr 3 Monaten plötzlich die Payback-Periode gegen unendlich geht, weil durch die wachsende Hashpower Ihr eigener lebenslang in Ihrem Besitz befindlicher Cloud-Rechner überholt ist und nicht mehr genügend meint, um seine Energie zu bezahlen. Ja. Also das ist das Objekt, mit dem wir uns beschäftigen. Dann gibt es das Subjekt. Die Innovation von Ethereum ist, dass keine Münzen mehr sind, sondern es sind Konten. Und die Konten sind mit Verträgen behaftet. Und wenn man an das Konto eine Nachricht oder Zahlung schickt, dann kostet das Geld, aber dafür startet man das Programm, das dort an dieser Stelle zu finden ist. Und das kann das Geld behalten, weiter überweisen, an jemanden anderen informieren, dass sie es überwiesen haben, eine Abstimmung organisieren, einen Übergang eines Rechtstitels oder eines anderen Kontos organisieren, einen Escrow-Deal machen, dass ihr Geld so lange fix gebunden ist, bis sie ihr Versprechen erfüllt haben und so weiter. Also solche Deals werden damit gemacht. Und das ist diese Seite. Auf der einen, ursprünglich gab es eben Bitcoin und die anderen Altcoins. Und jetzt kommt Ethereum bzw. Codecoins. Also der nächste Schritt ist jetzt, werde ich noch darauf eingehen, das zu erweitern zu konkurrierenden Codecoins. Oder konkurrierenden Cryptocurrencies, die auch mit Codefragmenten arbeiten. Und dabei entsteht jetzt ein System, wo Singletons involviert sind, eben diese Computer, die sich auf eine Weltsicht einigen können. Bei Bitcoin dauert dieser Einigungsprozess mehr als 10 Minuten, bei Ethereum ungefähr 10 Sekunden. Und wenn Sie sich überlegen, die Lichtgeschwindigkeit und den Erdumfang, wissen Sie, dass das nicht viel schneller geht als in Zehntelsekunden. Jedenfalls für unsere Kultur heißt das plötzlich, dass die Kultur der Menschen, die manche immer noch nicht verstanden haben, und die Kultur der Organisationen mit den Menschen, die noch viel schwerer zu verstehen ist, plötzlich bereichert wird um eine vierte Stufe, die eben solche Singleton sind, die möglicherweise ihre eigenen Zwecke verfolgen. Also wie schaut das dann aus? Also sie haben dann entweder eine Person oder ein Singleton, die eine Anweisung geben. Dieser Singleton, dieses Programm ist eigentlich quasi universal, weil es ist nur so lange lauffähig, solange es Gas hat. Also wenn es am Anfang
Das ist so wie ein Auto, das in die Wüste schicken. Wenn sie ihm nicht genügend Gas mitgeben, bleibt sie irgendwo stehen und niemand hat mehr was davon gehört. Also wenn sie einem Vertrag zu wenig Gas geben, behält er das, was sie ihm geschickt haben und macht gar nichts. Aber wenn sie ihm genug geschickt haben und auch sonst die entsprechenden Eigenschaften in ihrer Message drinnen sind, kann er alles Mögliche tun. Insbesondere kann er sich zum Beispiel auch selber löschen und verschwinden. Aber meistens macht er das nicht. Genauso wenig, wie er meistens eine Kopie von sich selber irgendwo installiert oder einen anderen Vertrag installiert. Aber Sie könnten einen Vertrag, eine Zahlung schicken, worauf der Vertrag ein Programm für Sie erzeugt und es an einer anderen Stelle speichert und Ihnen die Anschrift mitteilt, wo ab jetzt Ihr Programm installiert ist. Das Gute dabei ist, dass die Adresse des Programms sich nie ändern kann, weil die Adresse nämlich der Hashcode vom Programm ist. Also wenn Sie eine bestimmte Adresse ansprechen, wissen Sie ganz genau, dass dort ein Programm läuft, das das tut, was Sie wollen, beziehungsweise wenn Sie den Quelltext haben und den Hash ausrechnen, wissen Sie, wo das Programm liegt und Sie können so verifizieren, was der konkret tut. Vorausgesetzt, man hat Ihnen mitgeteilt, wie das wirklich funktioniert aus der Adresse, selbst können Sie es nicht entnehmen. Aber es gibt sozusagen die Vorstellung, dass die Menschen fair spielen und die Kontrakte explizit nennen, woraus man prüfen kann, wo sie liegen und deswegen auch weiß, dass es wirklich dieses Programm ist. Also das ist ja eigentlich ganz schön. Und jedenfalls das Programm läuft, bis es anhält. Und wir wissen jetzt, dass es garantiert anhält, weil notfalls hält es an, weil ihm das Gas ausgegangen ist. Also es gibt keine Möglichkeit, einen Denial-of-Service-Angriff gegen ein Ethereum-Netz zu machen. Erstens kostet es Geld und zweitens bleibt jeder Angriff stehen. Also es gibt keine Schleife, die endlos weiterlaufen kann in der Ethereum-Virtual-Machine. Das ist ein wichtiger Fortschritt. Das bringt aber die Einschränkung, dass es eben keine universelle Maschine sein kann, weil sie hat kein unendliches Band. Sie ist keine universelle Turing-Maschine. Aber die Frage ist, was passiert, wenn jetzt sie sich weiter installiert. Ist das Netzwerk, das sie bekommen, ist das auch noch eine quasi universelle Maschine? Oder ist das eine Universalmaschine? Also das ist eine große Frage, weil wenn es eine Universalmaschine ist und es ein weltweiter Singleton ist, dann ist es unter Umständen kein Mitspieler der Politik, sondern ein Rivale der Politik. So, ich mache jetzt schnell weiter, weil ich habe irgendwie so Unruhe verspürt. Also das ist die Antwort der Industrie drauf. Das ist das Hyperledger-Konsortium. Das hat sich dem Ziel verschrieben, das jetzt in einen weiteren Entwicklungsschub wieder in das zentrale System zurückzuholen, beziehungsweise aus Großindustrie das Gleiche zu machen, was bis jetzt nur ein paar kryptoanarchistische Spinner probiert haben. Ne? Also da sind alles, was Rang und Namen hat, drauf. Also es geht irgendwie von IBM natürlich oder von Samsung und Cisco. Aber die Linux Foundation ist auch dabei. Ich habe jetzt nicht genug Zeit, um das alles mit Ihnen anzuschauen. Aber der Hauptpunkt ist, dass wir eine Situation bekommen, wo wir konkurrierende Blockchains, konkurrierende Singletons haben. Also das selbstlernende Taxi, das dieses Jahr in Singapur in Betrieb geht, das ich selber fahren kann. Taxidienst ohne Taxifahrer. Gut. Das ist jetzt noch nicht direkt darauf geplant, in der Blockchain zu laufen. Aber wir können uns jetzt die lustige Situation vorstellen, dass verschiedene Taxiunternehmen von verschiedenen Blockchains kontrolliert werden. Und die Frage ist jetzt, kollidieren Taxis der gleichen Blockchain lieber untereinander oder lieber mit anderen? Oder mit wem kollidieren sie lieber, wenn sich die Gelegenheit ergibt? Oder weniger lieb? Also wir müssen uns auf jeden Fall fragen, wie die Haftung aussieht. Also das eine der großen Probleme ist, es werden jetzt manche von Ihnen schon motiviert sein, schnell selber einen Kontrakt zu machen, auch reich werden durch Software anbieten, ein Library anbieten, was auch immer. Haften aber vielleicht dafür. Wir oder Sie oder die Gruppe der Investoren haftet möglicherweise leider. Weil das findet noch ziemlich im rechtsfreien Raum statt. Also die Person oder der Deckname, die Persona, wer immer den Vertrag gegründet hat, die digitale, distribuierte, autonome Organisation, wie sie genannt wird, die eben dann
vom Singleton, vom Automat kontrolliert wird, haftet sie oder haften doch die Menschen, die diese Organisation ins Leben gerufen oder genutzt haben? Und wofür haften sie? Für jede Bewegung im Grunde genommen. Sie haben eine Ausschreibung geschickt, sie haben ein Token geschickt, sie haben Ether geschickt, sie haben ihren Status bekannt gegeben. Sie haben sich selber installiert, sie haben unerlaubterweise Suizid begangen. Und das vor dem Hintergrund, dass der Staat sich kaum angefreundet hat mit Fiat, nämlich dem gedruckten Geld, dass das Gold ersetzt hatte oder ersetzen sollte oder teilweise ersetzt hat. Jetzt gibt es plötzlich nicht nur das Fiat, jetzt gibt es auch Fiat. Weil Fiat ist einfach die nächste Stufe, das ist eben das intelligente Fiat. Und dieses intelligente Fiat ist jetzt einerseits asset-backed wie Gold. Also so, es gibt Filecoins zum Beispiel, wo man Speicher verwalten kann. Es gibt Sim-Seconds in Afrika, M-Pesa, dort kann man mit 7 Minuten bezahlen oder Geld in 7 Minuten wählen und mit den 7 Minuten ein Eis kaufen und jemanden anderen 7 Minuten per Handy übergeben. Genauso eigentlich wie Bitcoin. Und diese, also das ist die eine Ebene. Wir haben in Ethereum ein Asset-Backed Token, im Grunde genommen, weil das Ethereum verwendet werden muss für Gas. Weil wenn Sie kein Gas haben, läuft es nicht. Also Sie brauchen die Ressource. Das Medium ist unmittelbar notwendig für den Betrieb des Mediums. Das andere sind sozusagen unsere bisherigen traditionellen Alternativwährungen, vom Waldviertel mal angefangen bis zu den urbanen Tauschringen. Und die begegnen einem gewaltigen Ansturm des aufgeblasenen Kreditwesens und Geldwesens. Also das sind Gigadollars. Das sind amerikanische Gigadollars und die Giga-Euros erspare ich Ihnen jetzt einmal. Jedenfalls sollen die Transaktionskosten, egal wie sie sind, derzeit gelagert sind, reduziert werden und auf die Art und Weise ein alternatives System geschaffen werden, in dem der ganze bisherige Apparat, das ist das Ergebnis fortgesetzter Intermediation. Also das Intermediation, es schiebt sich jemand dazwischen und bietet als Dienstleistung an etwas zwischen zwei Schichten. Das wird jetzt ersetzt durch die radikale Disintermediation. Also zwischen oben den Singletons, die den Fiat-Kurs und den Fiat-Kurs und die Foreign Exchange kennen und dem Dialog mit ihrem Endgerät liegt genau gar keine Schicht. Also das ist alles Müll hier, potenziell. Außer man tut sich zusammen und ersetzt die inneren Strukturen so gut als möglich über ein nicht zentrales Zahlungs- und Tauschsystem. Ripple zum Beispiel. Ripple ist der dritte nach Ethereum. Also derzeit ist die Doppel-List Bitcoin, Ethereum, Ripple. Und Ripple macht genau das, dass es versucht, das wegzuräumen und zu ersetzen. Mit ein bisschen einem anderen Ansatz, das ist die. Aber wie auch immer, wer nutzt jetzt, Sie werden es wahrscheinlich nie nutzen, ein österreichisches Banksystem ist wunderbar und Check funktioniert und Bankomat funktioniert. In China passiert es auch kaum, weil in China, die haben mehr Kreditkarten und Bankomaten als wir im Verhältnis. Sie haben halt eine andere Struktur. Aber sobald jemand Fernüberweisungen machen muss, zum Beispiel man ist Gastarbeiter irgendwo und schickt sein Geld heim oder man ist ein Exporteur oder ein Importeur oder man ist bei der Entwicklungshilfe und will Geld von hier nach da schicken, dann will man natürlich nicht, dass man im zweistelligen Prozentbereich Spesen bezahlen muss. Und da gibt es dann eben die Möglichkeit, das alles über ein Endgerät zu organisieren. Und Sie brauchen nicht mal ein Konto, wenn Sie ein Smart Device haben, brauchen Sie kein Konto mehr. Und die Wahl wird auch so organisiert, oder? Oder haben vielleicht nicht alle Zugang, die berechtigt wären, zu wählen? Also es sind einige Punkte. Und der Hauptpunkt, den ich jetzt noch am Abschluss sagen will, weil ich jetzt zum Ende kommen will, ist, dass in diesem System nicht nur die Verträge sind nicht der Endpunkt, sondern also die Singleton sind auch nicht der Endpunkt, sondern der Endpunkt ist die Resonanz. Also Sie haben ein nicht lineares System mit
schlecht vorhersagbaren Auslöserreizen und beliebig langen Nachschwingungen. Also das ist ein wunderbares, chaotisches System, das man praktisch überhaupt nicht prognostizieren kann. Das Einzige, was vielleicht noch geht, außer mitfühlend sein, ist nämlich mit dem Netz fühlen, quasi eine fast empathische Beziehung mit der, über Twitter oder was auch immer Ihnen zur Verfügung steht. Aber letztlich geht es um diese Art von Empathie. Und letztlich ist dann die Frage, wie werden diese Netzwerke miteinander gekoppelt sein? Was wird auf welcher Stellenwertebene sein? Ist die Harmonie an der Spitze und dann unsere Liebe und das Gute im Menschen und die Wahrheit unserer Wissenschaft und vielleicht erst ganz unten die Effizienz des Kryptosystems? Das wäre gut, weil hinter dem Kryptosystem steht das unsichtbare Kryptosystem. Und das unsichtbare Kryptosystem benutzt die gleiche Verschlüsselungstechnik und die gleichen Netzwerke, ist aber im Dunkeln und betreibt die Koordination von Maschinen, die sozusagen dem Internet der Dinge zugehörig sind, aber ein bisschen dunkleren Charakter haben. Sie brauchen eine Drohne nicht mehr bewaffnen. Sobald sie fliegt, ist sie eine. Also vor diesem Hintergrund können wir noch hoffen, dass wir es schaffen, unter diesen verschiedenen alternativen Szenarien die Belegungen zu finden, die uns sympathisch sind, beziehungsweise zu erkennen, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die da ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Und dort müssen wir jetzt Mehrheiten finden zwischen diesen Koalitionen und müssen uns fragen, sozusagen in einer Ladungs- oder Operatorensicht, wie hoch sind die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen, also ich hatte hier 24 Sektoren und da so eine Übergangswahrscheinlichkeit haben Sie, werden Sie vor einer zersplitterten Wählerschaft zum Beispiel stehen und wo Sie sich fragen müssen, wie können wir es schaffen, Ihnen irgendwie eine Logik der Rangordnung der Werte anzubieten, die so weit tragfähig ist, dass Sie es wirklich unterstützen, dass wir nicht alles den Singletons überlassen. Danke, Michael. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen, aber gibt es noch eine kurze Frage? Ja. Was ist die politische Message? Ist eine Frage. Zweite Frage. War ein sehr spannender Vortrag, aber daneben wäre doch auch ein nicht-asset-backed Blockchain-System möglich, oder? Eben, warum redet man nicht darüber? Einmal ins Mikro sprechen, bitte. Also wenn man in Ethereum ein nicht-asset-basiertes Modell machen will, kann man es im Testnetz tun. Oder man kann mit dem gleichen Software-Stack einen persönlichen Blockchain der Mutanten erzeugen. Also der Anbieter, also die Software dazu ist der Iris Industry Stack und das ist Open Source wiederum und erlaubt Ihnen im Grunde genommen jederzeit eine Blockchain as a Service zu starten. Es ist bereits Tatsache. Also Microsoft unterstützt in der Azure Cloud bereits Blockchain as a Service, unterstützt in seinem Compiler bereits die Consys-Plattform zur Solidity-Programmierung. Also wir haben eine komplette Parametrisierbarkeit und Customisierbarkeit der Blockchain. Es geht alles bereits. Der Konkurrenzpunkt ist halt natürlich ganz klar, wenn man einen Menschen, einen Kunden derzeit die Perspektive bietet, für jede Transaktion einzeln zu bezahlen, selbst wenn es wenig ist, vergeht einem doch trotzdem der Spaß dabei, wenn man irgendwie dauernd zahlen muss. Selbst wenn man insgesamt vielleicht weniger zahlen muss. Deswegen ist eine der letzten Innovationen bei Ethereum, dass jetzt die Möglichkeit kommt, dass direkt aus der Zahlung, entweder von Empfänger oder aus einer anderen Quelle, die Zahlungs
Gebühr entnommen werden kann. Also man versucht genau diesen Punkt, dem Endkonsumenten es zu ersparen oder seine kognitive Dissonanz aufzulösen, kann man natürlich simulieren, dass es für den Kunden kostenlos ist. Aber de facto muss es was kosten, weil das unsere Garantie ist, dass es kein Denial of Service gibt und kein unendlich nicht haltendes Programm. Es gibt jetzt noch Fragen. Ich reiche nur ganz kurz eine Frage aus dem Twitter-Stream weiter. In welchem Verhältnis du zu Ethereum stehst oder wieso gerade Ethereum und was ist dein persönlicher Bezug dazu? Turing halber. Also mich hat Bitcoin überhaupt nicht interessiert, weil das ist nur eine deflationierende Währung für Goldbugs, denen Gold zu schmutzig ist. Aber für Ethereum habe ich irgendwie die größten Hoffnungen, weil es diese rechnerische Universalität mitbringt und den damit einfach die Möglichkeit hat, auch einen authentifizierten Code zu haben. Weil sonst ist immer das Problem, also Hyperledger will jetzt mit einem Containermodell grundsätzlich beliebige Sprachen in der Cloud die Rolle erfüllen lassen, die der Ethereum Virtual Machine Code derzeit in der Ethereum Blockchain spielt. Und das ist halt nur so gut, wie die Authentifizierung bzw. die Garantie ist, dass dort wirklich genau der Code läuft, von dem wir annehmen, dass er dort läuft. Also das sind zwei wesentliche Punkte, die mich sehr ansprechen. Und der dritte Punkt, den ich zwar angedeutet, aber nicht ausgeführt habe, war, dass Ethereum plant, vom energieverschwendenden, heizenden Meinen wegzugehen, also wegzugehen vom Proof-of-Work-Konsensus zu einem Proof-of-Stake-Konsensus nach einem spieltheoretischen Modell. Und das finde ich auch sympathisch. Ganz kurze Frage mit kurzer Antwort. Ja, schlägt in die gleiche Kerbe, servus. Es geht um diese ganze Pre-Mining-Sache, also ist ja auch immer bis zu einem gewissen Grad quasi diese Instanzierung von, egal ob es jetzt das Ripple ist, was irgendwie so halt das kritisch zu sehende wahrscheinlich ist, ja, versus Ethereum, und mit deinem Background interessiert mich das halt aus quasi aus wirtschaftlicher Seite. Das ist ja auch so eine territoriale Geschichte ja eigentlich, sozusagen wer zuerst quasi pre-mine quasi, oder wer die Coins kriegt quasi, was da deine Meinung dazu ist, beziehungsweise, weil das ist so ein Problem, das eigentlich nicht wirklich gelöst ist, und was dann immer im Raum steht, okay, da haben wir dann quasi wieder eine neue, ja. Also das ist ja ein Mastercoin, MadeSafe zum Beispiel, war auch ein Fall, wo eben das nicht wirklich funktioniert hat mit dem Initial Sale von Currency. Und deswegen ist das Pre-Minen immer problematisch, auch weil es sozusagen eine weltanschaulich idealistische Disposition gibt, dagegen, dass jemand reich wird, schlagartig. Also es ist dann eher kompatibel, dass Menschen durchs Meinen, durch so einen anschaulichen Arbeitsprozess reich werden dürfen. Und insofern glaube ich, dass das Meinen oder dass der kontinuierliche Nachschub viele Vorteile hat. Leider ist es so, dass wir ohne Zentralbankgeld oder ohne die Fiat-Möglichkeit notfalls den nötigen Kredit per Unterschrift zu erzeugen, haben wir leider keine Möglichkeit, eine Clearingstelle zu sanieren, die in Schwierigkeiten geraten ist. Also man versucht jetzt eben, wenn man Leverage Trading organisieren will, macht man es derzeit zum Beispiel so, dass man sogenannte Automatic Deleveraging Regeln einführt, dass diejenigen, die am meisten verschuldet waren in ihrem derivatgetriebenen Geldgier, müssen dann zwangsweise ihre Verschuldung zurücknehmen, um die Liquidität zu schaffen, dass derjenige, der negatives Eigenkapital hat, trotzdem mit Null aus dem Markt rauskommt. Also das ist eben die Probleme. Vielleicht gibt es auch Wege, wie wir ein Zahlungsmedium, ein spekulatives, zukunftsorientiertes, tatsächlich echtes Medium auch so regeln können, aber es ist heikel. Ja. Dieses Gespräch wäre super, wenn ihr das dann beim Bier weiterführt. Dann können wir nämlich weitermachen mit unserem letzten Talk. Also danke nochmal, Michael. Applaus